Hallo und herzlich willkommen zurück zu Das Testament des Sherlock Holmes. Ich bin aber auch manchmal so ein bisschen Tag-Nacht-Blind-Dussel und so. Als ich die Aufnahme starten wollte, mich vernünftig hingestellt habe, erspähe ich de facto eine leere Flasche zu meinen Füßen. Schade. Vielleicht klappt es ja auch so mit der Flasche. Na? Na, die Animation haben wir aber nicht zu Ende geführt. Ich komme unmöglich. Nicht. Nicht. Uns fehlt Lysail. Vermutlich. Mittellang ist halt nicht lang. Haben wir jetzt überall schon. Ah. Okay, das ist natürlich doof gewesen. Von uns merkt er selber, dass wir da nicht so schlau agiert haben. Nein, es war nicht dumm, es war eher blind. Jetzt haben wir einen nassen Lumpen. Jetzt können wir mit dem nassen Lumpen hier herunter. Und immer erst die Rennen. Quietsch, quietsch, quietsch. Er geht wieder. Alles gut. In dieser Lagerhalle werden die mobilen Suppenküchen von Prinz Woodwill aufgefüllt. Und Hans Schielmann ist hier, um sein Gift beizumischen. Die Sirene ist das Signal zum Öffnen der Tore für die Suppenwagen mit Zielort London. Ich frage mich, was Holmes gerade macht. Ach, die ganze Zeit so schockiert. Und am Ende, ich frage mich, was Holmes gerade macht. Sich nicht bewegen können. Ah, jetzt. Das hier könnte eine gute Stelle sein, um reinzukommen. Diese Kiste ist nicht groß genug, um über die Mauer zu kommen. Oder zu sehen, was überhaupt auf der anderen Seite ist. Genau deswegen haben wir ja noch ein Streichholzschächtelchen. Nicht. Gut, schauen wir uns noch etwas um. Hier liegen überall Fässer und so ein Zeug, wo man die sind alle kaputt, wie es den Anschein hat. Ja, offensichtlich. Ganz offensichtlich sind die alle kaputt. Das mit Watson ging schnell, dann geht das hier mit Holmes doch sicherlich auch schnell. Wenn wir nicht dreimal an den Flaschen und Seilen vorbeigelaufen wären, wäre das sogar noch schneller gegangen. Okay. Diese Kiste. Das hier könnte. Das hier. Oh, okay.
Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Ah, die Leiter. Natürlich. Ah. Ich erinnere mich, die Leiter, die war ja eingeklemmt unter dem Waggon. Moment, ich sitze gerade ganz ungemütlich. Das müssen wir ja ändern hier für den Jahrmarkt. Jahrmarkt ist ja Gemütlichkeit und so. Klappt. Der Weg ist frei. Wir machen den Weg frei. So, ich bin drinnen. Jetzt muss ich Moriarty finden. Hier hat sich wohl der Besitzer dieses Jahrmarktstandes immer aufs Ohr gelegt. Schauen wir uns mal ganz leise um. Die Zielscheibe einer Wurfbude. Ein Löwe ist darauf abgebildet. Ja, brauchen wir bestimmt für ein späteres Rätsel. Die Kasse der Wurfbude. Geld ist nicht darin zu finden, aber eine hölzerne Zielscheibe. Wenn die Wache mich sieht, schlägt sie Alarm. Ich muss sie außer Gefecht setzen, aber diskret. Wahrscheinlich sind da noch andere und ein Kampf würde ihre Aufmerksamkeit erregen. Das heißt, wir bleiben hier. Okay, ich verstehe. Vollkommen zurecht. Das Rechnungsbuch für diesen Jahrmarktstand. Nein, das ist nicht. Nein, nein, nein. Nichts hinter. Ah, jetzt. Der Umschlag ist verbeult. Merkwürdig. Dann entlocken wir dem Buch mal sein Geheimnis. Ja. Was ist das? Geheime Abrechnungen. Der Standbesitzer hat sein Geld wohl nicht nur mit dieser Wurfbude verdient. Da ist außerdem ein merkwürdiges Gedicht über Tiere. Na, supi. Rübenschnaps, 3x9 Flaschen. Tabak. Gabler. Die Gazelle ist tot. Es ist gefährlich, einem Löwen den Rücken zuzuwenden. Hätte ich jetzt nicht als Gedicht interpretiert? Wenigstens ist hier alles erhellt. Eine Telefonleitung. Interessant. Sie kommt aus diesem großen Gebäude. Kann man da nichts machen? Kappen oder sowas. Telefonleitung kappen. Und hier hoch kommen wir auch nicht. Das ist ja... ein Traum. Das ist eine Wurfbude für Kinder. Sie müssen Lederbälle auf Zielscheiben in Form von wildlebenden Tieren werfen. Es besteht ganz klar ein Zusammenhang zwischen dem Gedicht aus den geheimen Abrechnungen und den tierförmigen Zielscheiben der Wurfbude. Ich brauche etwas. Ja, und zwar den Affen. Und... hallo, den Löwen. Und auf gar keinen Fall zu... Hinter dem Plakat scheint irgendetwas zu sein, aber es klebt fest. Vergessen? Elementar. Da ist ein Versteck. Interessant. Ich kann kein Schlüsselloch zum Öffnen dieses Verstecks erkennen. Ich brauche... ganz klar. Mal sehen. Eine Hyäne wartet darauf, dass ein Hase seinen Bau verlässt. Da nichts geschah, verhungern am Ende beide. Nur ein Elefant kann unter Raubtieren weilen und es wagen, dem König der Tiere den Rücken zuzuwenden. Aha. Ein Schimpanse war am Rand des Dschungels und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte. Die Giraffe konnte nur zusehen. Ja, da fehlt uns nichtsdestotrotz. Ich brauche ein Tier.
Das ist ja nicht so, als ob. Da fehlt uns doch glatt ein Tier. Ganz unauffällig hinten. Offen. Ne? Dieses Gebäude beherbergte einst einen Wanderzirkus. Das hier ist der Durchgang für die Zirkusarbeiter. Ja, vielleicht finden wir hier die Tierchen. Ganz offensichtlich ein Arzneischrank. Für Notfälle, nehme ich an. Lässt sich nicht... Lässt... Haben wir nicht? Lässt sich nicht öffnen. Ja, gut. Das war ja wieder klar. Notfallschrank. Wir haben einen Notfall. Ach, da müssen wir erst den Schlüssel suchen. Ach, was für ein Gestank. Hier müssen Wildtiere untergebracht gewesen sein. Der Wächter. Ich bedauere die Tiere, die hier eingesperrt waren. Die Unterkünfte sind nicht besonders groß. Hier ist nichts Interessantes. Aha. Dieser Käfig wurde mit Brettern verdeckt, damit man von außen nicht hineinsehen kann. Eine überdimensionale Spritze, vermutlich für große Tiere. Altes Verbandszeug. Alles deutet darauf hin, dass in diesem Käfig kranke Tiere behandelt wurden. Das sieht hier auch sehr sicher aus. Aber gut. Können wir alles nicht... Mit... Nee, oh doch, da. Ein Schlüssel. Sehr gut, sehr gut. Das ist bestimmt eben jener Schlüssel, den wir hier brauchen. Ganz offensichtlich. Ja, das hast du schon gesagt. Lediglich eine Flasche mit Äther. Wenn die Wache mich sieht, schlägt sie Alarm. Ich muss sie außer Gefecht setzen, aber diskret. Das haben wir schon. Kannst du nicht... Eine über... Die Alles deutet... Ja. Oh mein Gott. Müssen die hier hupen? Ist das deren Ernst? Vielleicht werde ich es bei euch rausschneiden, wenn ich daran denke, aber... Ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Doch gerade in die andere Richtung. Hey Sie! Wer sind Sie? Alarm! Der ist doch gerade in die andere Richtung. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich möchte doch nur da gegenüber rein. Vielleicht geht das auch gar nicht. Das kann durchaus sein. Hey, Sie! Ja. Offensichtlich geht das nicht. Äther. Äther. Bis wohin läufst du denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ganz schön weite Strecke, hm? Da interessiert dich das trotzdem? Und jetzt kommt er wieder zurück. Aha. Womöglich. Ja, jetzt kommt er gerade wieder.
Was doch mit dem Telefon oder hier hinten? Das ist so ein großer Bereich. Und hier haben wir noch nichts. Außer dieses halbe Telefon. Die liegt hier mitten auf dem Boden. Ist das euer Ernst? Die Zielscheibe einer Wurfbude. Ist das euer? Das ist ja schon fast ein Suchspiel. Oh je. Ach so, verstehe. Hier. Der kann dem den Rücken zuwenden. Die Gazelle ist tot, weil sie dem Löwen den Rücken zugewendet hat. Ein Schimpanse war am Rand des Dschungels, bemerkt nicht, dass ein Guy ihn mit seinem Pengen wacken wollte, weil er hat den Rücken dem Geier zugewandt. Eine Hyäne wartet darauf, dass ein Hase seinen Bau verlässt, da nichts geschah. Weil... Mist, ich kann die doch nehmen. Mist. Nee, das war ja totaler Quatsch. Nee, halt, nein. Hier. Die Giraffe ist die Nachbarin des Hasen. Beide sind verhungert. Die Giraffe konnte nur zusehen. Die Gazelle ist tot. Oder so ähnlich. Aber vielleicht auch genau andersrum. Ich dachte eigentlich, der Löwe ist irgendwo hier am Rand. Die Gazelle ist tot. Die war die Nachbarin, musste aber nicht zugesehen haben. Das heißt, theoretisch können wir... Die Geschichte, das funktioniert nicht. So vielleicht. Halt, irgendwas stimmt hier nicht. Die Gazelle. Und er den Rücken ihm zu. Die Giraffe konnte nur zusehen. Achso, war der jetzt tot oder nicht? Das war's. Kinderleicht. Achso, der war tot.
die schwarze Kasse der Wurfbude. Ich frage mich, was mit dem Besitzer passiert ist. Grundlos ist er sicher nicht ohne seine Ersparnisse gegangen. Vielleicht können wir das... Aha, womöglich. Oder auch nicht. So, das dürfte die Wache interessieren. Jetzt locken wir die an. Wo liegen wir jetzt? Gut, meine Köder sind ausgelegt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Kerl hierher kommt. Ist doch so einfach, ja. Ich muss... Ja? Ich muss ihn ruhig stellen und zwar schnell. Ethan. Hat geklappt. Schön. Perfekt. Dank des Äthers wird dieser Schreihals eine ganze Weile schlafen. Perfekt. Schnarch, schnarch. Vielleicht hat er was dabei, wir hätten ihn durchsuchen sollen. Dann liegen wir da neben ihm. Hier geht's ja für uns jetzt weiter. Schauen wir uns hier etwas um. Ach, da kommen wir gar nicht rein. Na gut. Na gut, aber weiter auf dem Jahrmarkt geht's in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.